dem Teil Zeitmanagement. Ja, ich sitze hier irgendwie so im Halbdunkel zu Hause. Covid-Pandemie, kämpfe ein bisschen mit einer Bronchitis. Aber trotzdem eine gute Zeit, sich jetzt mal genau dem nächsten Thema zu widmen. Heute wollen wir uns um Prioritäten kümmern. Wie setzt man am besten Prioritäten? Letztes Mal ging es um Ziele, die man sich setzt, Smart-Ziele. Leider kriege ich ja nicht mit, wie eure Erfahrungen danach waren, ob es gut geklappt hat, ob ihr euch eigene Ziele setzen konntet, ob ihr die einhalten konntet, ob ihr vielleicht auch gemerkt habt, Mensch, da habe ich zu groß geplant oder boah, da habe ich zu klein und zu langweilig geplant. Das muss man natürlich alles ausprobieren. Darin muss man sich finden. Und worin muss man sich auch finden? In dem Setzen von Prioritäten. Und das wollen wir uns hier nochmal anschauen. Wir sehen hier nochmal diesen Zyklus des Zeit- und Selbstmanagements. Ja, Ziele setzen, Übersicht verschaffen. Da sind wir schon. Und heute geht es also um den dritten Schritt, die Prioritäten, die gesetzt werden sollen. Da gibt es ganz unterschiedliche Methoden. Fünf habe ich mal uns für heute mitgebracht. Die würde ich ein bisschen vorstellen, versuche ein bisschen zu erklären und euch danach gerne damit nach Hause schicken, dass ihr mal das eine oder das andere ausprobiert und schaut, was für euch ganz gut passt. Es ist ja immer so, die Zeit ist knapp, die Angebote sind vielfältig und man muss sich dann für das Richtige entscheiden. Wir reden hier ja oft über Lernzeit, ja. Es geht oft darum, dass man eine Prüfung hat, dass man ungefähr weiß, was man für die Prüfung machen muss, dass man weiß, Mensch, die Prüfung ist in 2 Monaten, morgen fange ich an. Die Prüfung ist in 6 Wochen und zum Glück fange ich ja morgen an und jetzt sind es noch 4 Wochen und irgendwie morgen fange ich an. Also irgendwann muss man tatsächlich anfangen, man muss aus dieser Prokrastination rauskommen und man muss das Wichtige zuerst machen. Und wenn es ums Lernen auf Prüfung geht, dann ist es wichtig, dass man auf Prüfung lernt. Da ist es gar nicht so unbedingt wichtig, dass man erstmal die ganze Wohnung putzt. Oft hat man das Gefühl, dass man eigentlich nicht lernen kann, wenn nicht die Wohnung komplett geputzt ist, die Bücher nicht nach Farbe sortiert sind, der komplette Abwasch gemacht ist, eingekauft für die nächsten 4 bis 5 Wochen. Also es gibt ganz viele Sachen, die irgendwie auf einmal ganz wichtig erscheinen, nur damit man nicht anfangen muss. Und das sagt die ABC-Analyse auch, die wir hier schon sehen. Also es gibt Kleinkramaufgaben, die gar nicht so wichtig sind. Die haben hier eine Wichtigkeit von 15%. Es gibt B-Aufgaben, wichtige Aufgaben, die haben so einen 20% Wert hier mal angegeben. Und es gibt sehr wichtige Aufgaben. Lernen, Lernen, Popernen wäre das also vor den Prüfungen 65% Wert. Jetzt ist es blöderweise so, dass wir auch gerne mal prokrastinieren und quasi die Zeit ganz anders verwenden. Ihr seht das hier für diese Kleinkramaufgaben, Setzkasten neu sortieren, Bücher neu sortieren, vielleicht auch erstmal einen sehr ausgefallenen, sehr bunten Lernplan sich herzustellen, benutzen wir viel mehr Zeit als für die Aufgabe des tatsächlichen Lesens, Wiederholens, Fragen beantwortens und Ähnlichem. Das heißt also, und wir sehen das hier in der unteren Grafik, Prioritäten in der ABC-Analyse setzt man dadurch, dass man einerseits guckt, was ist wie wichtig und andererseits den Aufgaben auch ihrer Wichtigkeit nach auch tatsächlich die Zeit zuordnet. Dann gibt es noch das Pareto-Prinzip. Das kennen wahrscheinlich ganz viele, die 20-80-Regel. Die sagt, mit 20% Aufwand kriegt man 80% des Ergebnisses. Ihr seht es hier schön in lila gehalten. Und dann gibt es nochmal 80% hier überflüssiger Aufwand genannt, mit dem man 100%, also Perfektion, erreicht. Ganz oft streben wir das an, haben aber dann das Problem, dass wir in einem Teil mit sehr hohem Aufwand um Perfektion ringen, während ein anderer Teil hinterher dann Lücke bleiben muss, weil uns einfach die Zeit nicht reicht, überall perfekt zu sein. Jetzt ist es glücklicherweise so, dass bei den meisten Klausuren 60% reichen, um zu bestehen. Hier kriegen wir mit 20% Aufwand 80% Ergebnis. Klingt ja schon mal nach einer sicheren Rechnung. Funktioniert natürlich nicht immer so und ist eigentlich auch eher ein bisschen was, was uns zeigen soll, dass wir nicht zu perfektionistisch an das Ganze rangehen müssen, sondern dass wir schon einfach mit einem vertretbaren Aufwand das richtige Ergebnis erreichen. Also hier geht es erstmal auch ein bisschen um Beruhigung. Dann gibt es die Eisenhower-Methode, das immer lange so im Unterricht so vorgestellt, bis irgendjemand mal gefragt hat, Mensch, kommt das von dem Eisenhower, Präsident? Ja. Und ich stand da und
Wusste es nicht. Dann hat aber zum Glück jemand schnell gegoogelt und es kommt tatsächlich von dem Präsidenten. Er hat also genau so anscheinend seine Prioritäten gesetzt. Und wir sehen hier, es ist eine Vierertafel. Es gibt Sachen, die sind wichtig. Es gibt Sachen, die sind nicht wichtig. Und es gibt Sachen, die sind dringend und sie sind nicht dringend. Hier oben, ja, wir erinnern uns, wir waren 4 Wochen vor der Prüfung wahrscheinlich angekommen. Hier oben dringende, wichtige Sachen. Lernen. Hier unten dringende, aber nicht so wichtige Sachen. Einkaufen, abwaschen, Lebensmittel da haben. An kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden diese delegiert. Wer kann das sein? Das können Mitbewohner sein, mit denen man eine WG hat, die nicht zum gleichen Termin die Prüfung schreiben. Ich habe gelernt, jetzt mittlerweile, ich habe auch Kinder, auch Eltern können diese kompetenten MitarbeiterInnen sein, die dann zum Einkaufen geschickt werden und ähnliches. Da findet sich jemand. Es gibt Sachen, die sind wichtig, aber überhaupt nicht dringend. Da würde ich jetzt mal zu sagen, da gehört zum Beispiel das Aufräumen der ganzen Wohnung dazu. Ja, das ist schon wichtig, aber jetzt in so einer Lernphase nicht super dringend. Schreibt es in den Kalender rein, nehmt euch einen Termin und dann macht ihr das. Und dann gibt es Sachen, die sind nicht dringend und nicht wichtig. Meiner Meinung nach gehört dazu das farbliche Sortieren von Büchern im Regal. Lasst es bleiben, macht es nicht. Ja, und so kann man ganz viele unterschiedliche Tätigkeiten, die man vor sich hat, tatsächlich sehr einfach priorisieren in dieser Vierfelder-Tafel. Oft hilft es sich überhaupt mal eine Liste zu machen, dass man sieht, was habe ich eigentlich so vor. Und manchmal kommen da auch dringende und wichtige Sachen. Ja, Geburtstagskarte an Oma schreiben und ähnliches, die man sonst vielleicht auch gar nicht gemacht hätte. Also es kann auch noch anderes außer Lernen geben geschenkt, was dringend und wichtig ist. So, jetzt Getting Things Done von David Allen. Ihr seht, das ist also eine deutlich einfachere Grafik, die wir hier haben. Sehr schnell und einfach selbsterklärend. Was nehmen wir da raus? Also da gibt es sehr lange Bücher auch noch drüber. Man kann auch 3-Wochen-Kurse zu Getting Things Done machen. Und tatsächlich, ich will das gar nicht despektierlich sagen, ist das eine Technik, die ganz vielen hilft, die so ein bisschen so viel zu tun haben, dass sie irgendwann auch das Gefühl haben, den Boden unter den Füßen zu verlieren, dann ist Getting Things Done eine absolut mächtige, tolle Technik. Geht wieder sehr ähnlich los. Ich gucke mal, was habe ich überhaupt für Jobs? Was sind das für Sachen, die ich tun muss? Und was kann man tun? Sehr schöne Frage ist, kann man etwas unternehmen? Ja? Wenn die Antwort darauf nein ist, dann lasst es, dann probiert es nicht, dann ist es so erstmal weg. Wenn die Antwort darauf ja ist und es geht relativ einfach, ja, in einem Schritt, der weniger als 2 Minuten benötigt, macht es sofort. Dann habt ihr es weg, ihr tragt es nicht mit euch rum. Wenn es ein bisschen länger dauert, dann verschiebt das Ganze, delegiert es an jemand anders, ihr erinnert euch, Mitbewohnerinnen, Mitbewohner und Eltern, oder macht einen klaren Termin, am so und so viel nach der Prüfungszeit werde ich genau das machen und das werde ich dafür tun. Und ein anderer wichtiger Schritt, hier drüben nochmal, wenn es mehrere Schritte sind, auch dann soll es geplant werden. Man spricht hier oft davon, dass man seine Aufgaben externalisiert. Ich schreibe sie auf eine To-Do-Liste, ja, habe ich da meine Liste, da schreibe ich alles drauf. Und jetzt geht es aber darum, dass ich nicht einfach nur den einen großen Schritt aufschreibe. Merken, Doppelpunkt, Paper über Getting Things Done schreiben. Sondern, dass ich mir auch die ganzen Unterschritte, die ich sonst irgendwie im Kopf bei mir rumjongliere, also wenn du das Paper schreibst, musst du erst das Buch von David Allen lesen, dann musst du gucken, gibt es da noch Literatur dazu, gibt es da Alternativen dazu, wer hat das wie benutzt, was hast du für persönliche Erfahrungen, all diese Schritte auch externalisieren, schreibt sie mit auf die To-Do-Liste und dann müsst ihr sie nicht im Kopf jonglieren. Wir haben an anderer Stelle schon mal darüber gesprochen, wie viele Sachen kann man so im Kurzzeitgedächtnis behalten, 4 bis 8, wenn davon irgendwie 3 schon Sachen sind, die ihr euch merkt, was ihr irgendwann mal in 2 Monaten an einem Projekt machen muss, das wäre ja vergebene Liebesmühe. Und dann gibt es hier noch von Rory Vaden ganz großartig den Focus Funnel. Ihr seht, teilweise sind die Sachen immer sehr ähnlich. Auch hier ist es so, es gibt eine gewisse Aufgabe und als erstes guckt man, kann ich die nicht loswerden? Macht das überhaupt Sinn? Ja, dass ich die mache. Geht die mich überhaupt was an? Vor allem jetzt in meiner Lernphase. Dann als nächstes, kann ich sie automatisieren? Ist das was ich ganz oft machen muss?
muss meine Miete überweisen, so als ein ganz doofes Beispiel mal, kann ich nicht stattdessen Überweisungsauftrag machen, kostet mich einmal 5 Minuten länger, aber dafür habe ich es danach irgendwie von der Agenda weg. Nächster Schritt, den kennen wir schon, Mitbewohnerinnen, Mitbewohner und Eltern, kann ich es jemandem delegieren, dass es jemanden gibt. So, und jetzt kommen da unten immer noch Aufgaben an, Lernen unter anderem. Und es gibt zwei Arten. Das eine ist, ja, ich muss es tun und ich mache es jetzt und voll konzentriert und denke über nichts anderes nach. Oder, ja, ich muss es zwar tun, aber nicht jetzt, jetzt sind wir wieder bei dringend oder nicht dringend, dann prokrastiniere ich es und verschiebe es auf später. Und das Spannende hier bei Rory Vaden ist, dass wenn er jetzt an später kommt und sagt, so, jetzt ist dieser Zeitpunkt, wo es jetzt darum geht, die Wohnung aufzuräumen, jetzt geht er nochmal diesen ganzen Fokus-Funnel durch und sagt, ist das wirklich eine Aufgabe, die mich was angeht? Ziehe ich eventuell nächste Woche um und dann muss ich heute gar nicht mehr um. Kann ich es automatisieren? Oh, ich befürchte, das ist irgendwie ein bisschen schwierig bei Wohnung aufräumen. Oder kann ich es delegieren? Ist jemand anders noch da, der das macht? Also nochmal geht es durch diesen ganzen Funnel durch. Ich kriege relativ viele Mails und im Urlaub schaue ich die immer kurz an, weil mich das weniger nervös macht, als wenn die einfach unangeschaut auflaufen. Und wenn was wichtig ist, kriegt das so ein rotes Fähnchen, ja, im Outlook. Rotes Fähnchen dran. Und wenn ich dann aus dem Urlaub wiederkomme, dann habe ich also nicht mehr 2000 ungelesene Mails, sondern 400 Fähnchen. Und dann gehe ich aber die Fähnchen nochmal durch und denke, also muss ich da jetzt wirklich drauf antworten? Das Ding ist 3 Wochen her, seitdem hat sich nie wieder jemand gemeldet, ist es wirklich so wichtig? Und dann kommt auch mal das eine oder andere Fähnchen weg, ohne dass ich irgendeine Aktion gemacht habe. Das wäre also tatsächlich prokrastiniert und dann nochmal wieder eliminiert. Das kann Sinn machen. Das hier sind ganz spannende Techniken, die man mal ausprobieren kann, um Prioritäten zu setzen. Ich habe es im ersten Video schon gesagt, wenn alles sauber läuft, dann muss man es auch nicht technologisieren oder irgendwas Neues machen. Aber immer dann, wenn man das Gefühl hat, oh, ich habe so viele Jobs und weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, dann können die vielleicht unheimlich gut helfen. Mit den Studierenden im Kurs würden wir jetzt immer sagen, komm, setzt euch mal in kleinen Gruppen zusammen, sprecht mal darüber, wie macht ihr es bisher, was wollt ihr mal ausprobieren. Jetzt sitzt ihr vorm Rechner, müsst es alleine machen. Also überlegt euch mal, wie setzt ihr bisher Prioritäten? Welche Technik wollt ihr mal ausprobieren? Und dann probiert sie einfach mal aus. Ja? Schaut mal, ob ihr nicht tatsächlich eure Aufgaben so ganz gut gemanagt kriegt. Damit sind wir im Parforce-Ritt heute durch Prioritäten setzen durch. Das nächste Mal werden wir uns dann um das Planen von Aufgaben gemeinsam kümmern. Ich freue mich drauf, hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, Abo dalassen. Vielen Dank für eure Zeit, die ihr mir hier schenkt.